Hallöchen, Freunde. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem neuen Let's Play Elex 2. Oh, da warte ich schon so lange drauf, bis ich das zum Spielen bekomme. Ich freue mich riesig drauf. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich hier einlasse. Ich habe keine Infos aus dem Internet gezogen oder sowas. Ich will mich da auch nicht von... Ja, wie sagt man das? Beeinflussen lassen oder so? Keine Ahnung. Ich habe damals die ersten beiden Folgen bei Gronkh geguckt. Fand es ziemlich cool, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, ich weiß halt quasi nix. Und ich lasse mich vollkommen überraschen. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf, mich dabei zu begleiten. Und mir vielleicht ein paar Tipps vielleicht mal irgendwann zu geben oder wie auch immer. Oder mitfiebern oder was auch immer. Vielleicht kann ich euch ja unterhalten. Keine Ahnung. So, wir starten einfach ein neues Spiel und spielen auf normal. So, es geht los. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. 166 Jahre nach dem Meteoriteneinschlag, der fast alles in Schutt und Asche legte, beginnt ein neues Zeitalter. Der Krieg der freien Menschen gegen die Alps wurde beendet. Der Hybrid verlor die Macht über seine Armeen und stellte seine Funktion ein. Einsicht und Ruhe kehrte ein bei den Alps. Das Elex wurde wieder freigegeben und verteilte sich erneut über die gesamte Hemisphäre unterhalb des Eispalastes der Alps. Doch Menschen vergessen schnell. Jede größere Gemeinschaft beanspruchte den Sieg für sich selbst und kümmerte sich nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten. Nur wenige erinnern sich noch genau an diese dunkle Zeit oder an Jax, die Bestie von Xakor. Mein Name und meine Taten schwanden im Schleier der Mythen und Legenden. Viele Jahre nach dem Krieg gegen die Alps beherrschen Rangeleien und territoriale Unstimmigkeiten den Alltag der Menschen. Auch wenn da immer noch die Ungewissheit über den seltsamen Himmelskörper ist, den der Hybrid vor seiner Bezwingung hervorrief. Ich weiß, der unbekannte Feind wird kommen. Die Wissenden werden unser Leben, wie wir es kennen, grundlegend verändern. All meine Bemühungen, die Menschen auf diese nahende Gefahr vorzubereiten, waren vergeblich. Menschen vergessen schnell. Eine unbekannte, diffuse Bedrohung, die den Himmel beherrscht, gehörte bald für jedermann zum gewohnten Bild. Ohne es zu hinterfragen. Bis heute. Thank you.
Verdammt, ich muss hier weg, bevor mich diese Kreaturen erledigen. Servus. So, schauen wir uns mal um hier. Sieht schon okay aus, aber ich glaube, ich muss ein bisschen an der Grafik einstellen. Weil es wirkt doch ein bisschen... Scheiße. Dieser verdammte Turm ist genau auf meinem Haus gelandet. Meine Ausrüstung kann ich wohl vergessen. Weil es wirkt so ein bisschen schwammig, habe ich das Gefühl. So ein... Warte, ich guck, wir gucken mal. Wir gucken mal kurz. Einstellungen. Anzeige. Fenstermodus. Achso. Monitor. Bla bla bla. Grafik. Tiefenschärfe. Alles auf hoch. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Niedrig. Gib nur hoch und niedrig. Okay, wow. Ich guck mal so. Ja, es wirkt schon ganz anders. Ja, das ist besser. Das ist viel besser. Um Gegenstände herzustellen oder... Zu gefährlich hier. Ich muss verschwinden, bevor sie mich doch noch erwischen. Ja, um Gegenstände herzustellen oder zu modifizieren, suchst du dir den entsprechenden Gegenstand aus. Aus der Liste auf der linken Seite. Braten. In der Detailansicht auf der rechten Seite siehst du die Voraussetzungen und die benötigten Materialien. Gebratenes Fleisch, plus 35 Gesundheits-, Regenerationsdauer, Abdingszeit. Okay. Dann grillen wir uns erstmal hier so ein paar Steaks, okay? Und ganz entspannt. Oh, das sah aber schon gut aus. Bam, 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 bam. Schauen wir uns mal um hier. Ich bin gespannt. Ich habe Bock drauf und es sieht schon ziemlich gut aus, trotz dass ich die Grafik gerade runtergestellt habe. Finde ich persönlich. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu vielleicht unten reinschreiben. Ich müsste allerdings noch mal kurz... Die Maus geht mir ein bisschen zu schnell. Steuerung. Probieren wir mal so. Ja, ich glaube, das ist besser. Waffe ziehen. Oh mein Gott. Aktionen wie angreifen... Mit linker Maustaste oder ausweichen, SCRG, Kosten, Ausdauer. Sieht die auf der Runde, kannst du diese Aktion nicht ausweichen. Oh. Fuck. Waffe wegstecken. Leute, wir werden sehr oft sterben. Was ist das für ein Wasserding da unten in der Mitte? Okay, jetzt ist es weg. Keine Ahnung. Wir werden uns, denke ich mal, ganz entspannt Zeit lassen. Was? Ingwerblüte? Okay. Ich merke gerade, ich habe gar kein Jetpack, ne? Nichts wie weg hier. Okay. Kann man da hoch? Keine Ahnung. Hallo? Okay, zwei Gegner. Schwache Blutkralle. Wo ist es? Hallo, 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 ganz cool bleiben, alles mit gut, Jax.
Aber das Feuer sieht auch echt gut aus, muss ich sagen, ne? So, finde ich echt cool gemacht. Was ist das Leuchtende da? War ja klar, noch alles mehr von klar, den Viechern. So. Ich geh jetzt nach oben. Ich sollte besser versuchen, an ihnen vorbeizuschleichen. Den gleichen Gedanken hatte ich auch. Aber hier gehe ich wieder zurück, ne? Aber ich habe kein Jetpack. Ich werde auf jeden Fall nicht den Fehler machen wie im ersten Teil. Ich werde auf jeden Fall die ersten paar Skillpunkte, die ich kriege. Boah, guck euch mal das Wasser an, das sieht richtig gut aus. Das Spiel sieht echt gut aus, muss ich sagen. Ich werde versuchen, die ersten Skillpunkte, die ich kriege, zum Beispiel so auf Jagen zu gehen oder Bergbau und. Fuck, da komme ich nicht hoch. Doch, geht. Die werde ich auf Jagen und so, dass ich mehr Kohle kriege und mehr Zeugs und sowas. Knoblauch? Ist hier Vampire? Kleiner Heiltrank. Kann ich da auch hoch? Nein, da will er nicht hoch. Okay, wie gesagt, da werde ich erstmal auf Jagen und so gehen und die ganzen Sachen, wie man plündern kann. Ich weiß nicht, ob ich auch auf Taschendiebstahl gehe, das habe ich im ersten Teil nicht so oft gemacht. Werden wir aber wahrscheinlich brauchen für die ein oder andere Quest. Da kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum. Mittlerer Heiltrank. Speere. Gibt's hier eine Armbrust oder sowas? Kann man da rein? Okay, hier ist aber nichts. Ich glaube, wir müssen hier runter. Ich denke mal, die. Oh, da habt ihr gesehen kurz. Irgendein komischer Jet. Was ist das? Das ist ein Grafikfehler oder ist das, soll das nass sein? Kann man die Pflanze da einsammeln? Ja. Okay, was auch immer das ist, das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Langsam. Du wurdest gebissen und hast dich davon noch nicht wieder ganz erholt. Deine Kampfkraft ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Vielleicht solltest du noch ein paar Tage keine schwereren Dinge in Angriff nehmen. Okay, aber war cool gemacht. Wer bist du? Was genau ist eigentlich passiert? Wo sind meine Sachen? Wer bist du? Nenn mich einfach Adam.
Sagen wir, ich bin ein Freund, der zur rechten Zeit am rechten Ort war, um sich um dich zu kümmern. Mehr musst du im Moment nicht über mich wissen. Was genau ist eigentlich passiert? Du hast es doch selbst gesehen. Eindringlinge sind gekommen. Sie erobern unsere Welt und haben begonnen, sie umzuformen. Terraforming einer fremden Spezies? Einer sehr feindlichen und gefährlichen Spezies. Sie sind also nicht nur hier in Caracas. Diese großen Farmer sind überall erschienen und bedrohen seitdem unseren Lebensraum. Unklar, was sie genau vorhaben. Bisher beschränken sie sich auf das Infizieren, Töten oder Zerstören. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich so schwach. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich so schwach. Ja, eine dieser Kreaturen hat dich gebissen und mit irgendeiner Art von Seuche infiziert. Was, eine Seuche? Es ist noch unklar, wie es genau funktioniert, aber es gehört offensichtlich zum Pharma-Programm der Eindringlinge. Es wird nicht lange dauern, bis sie ganz Magallan mit ihren Kreaturen und ihrer Flora überzogen haben. Na, großartig. Ich schätze, du hattest bisher großes Glück. Besser, du gehst ihnen erst einmal aus dem Weg. Jeder andere direkte Kontakt endete bisher tödlich. Wo sind meine Sachen? Wenn du von deiner Ausrüstung aus der Hütte da oben auf dem Hügel redest, die kannst du jetzt wohl vergessen. Alles, was ich retten konnte, trägst du bereits bei dir. Wie lange war ich bewusstlos? Einige Tage. Du hattest schwere Verletzungen. Ich habe versucht, deine Wunden so gut es ging zu versorgen. Einige Tage? Nein. Mein Sohn. Komm schon, wer zuerst unten ist. Sei vorsichtig. Sohn ist irgendwo da draußen. Ich muss ihn finden. Nun, dann ist es vielleicht besser, wenn du das erstmal erledigst. Das Weltenherz unweit im Norden von hier, steht das noch? Warum hilfst du mir? Wir haben einen neuen Feind. Er greift ganz offen an. Doch niemand scheint Notiz davon zu nehmen. Die Kleinkriege der Menschen untereinander machen sie leider blind für die wahre Bedrohung. Und da kommst du ins Spiel. Du bist zwar heute ein Außenseiter für sie, Jax, aber du bist immer noch ein cleverer, starker Mann, der Dinge in Bewegung bringen kann. Du weißt, wer ich bin? Nicht alle haben dich vergessen, auch wenn du die letzten Jahre kaum in Erscheinung getreten bist. Ich brauche dich. Ich habe da ein größeres Projekt, das ich vorantreiben will. Ich nenne es die sechste Macht. Magallan braucht eine unabhängige Gemeinschaft, die den Feind aufhalten muss. Komm zu mir in die Bastion unweit im Norden von hier. Da werde ich es dir zeigen. Vergiss es, ich habe schon vor vielen Jahren aufgegeben, zu versuchen, die Menschen auf diese Bedrohung vorzubereiten. Jetzt steht die totale Vernichtung unseres Planeten unmittelbar bevor. Und trotzdem haben die Menschen nur ihren eigenen kleinen Scheiß im Blick. Für so etwas habe ich keine Zeit. Ich habe andere Verpflichtungen. Schon gut. Dann kümmere dich erst einmal um deine Angelegenheiten. Wir können später noch darüber reden. Das Weltenherz unweit im Norden von hier. Steht das noch? Soviel ich weiß, schon.
Es wird von einigen Berserkern bewacht. Warum fragst du? Mein Sohn ist bei ihnen. Nun, dann solltest du dich beeilen. Es wird hier nicht mehr lange so friedlich bleiben. Wie auch immer, du weißt ja, wo du mich findest. Und wie ich sehe, brauchst du noch ein Jetpack, um dich schneller fortzubewegen. Hier, ich habe noch eins für dich. Wie gesagt, komme zur Bastion, wenn du soweit bist. Wir haben viel zu tun. Ich werde dort auf dich warten. Aha, okay. Und er spaziert jetzt einfach so dadurch, oder wie? Ah, da ist das Weltenherz. Na, mir geht es wirklich nicht besonders. Doch traue ich dem Urteil des alten Mannes nicht. Ich sollte mich bei den Berserkern nach einem Heiler umsehen. Du hast den Jetpack gehalten. Drücke leer, um es zu benutzen. Achte auf deinen Treibstoff. Ist der leer, stürzt du ab. Du kannst deinen Jetpack im Laufe des Spiels weiter verbessern. Ah, rechts. Okay, alles klar. So gut das Spiel auch tatsächlich aussieht, mir ist gerade aufgefallen, wo wir das Kind gesehen haben, ne? Also Jacks Kind. Dex hieß der, wenn ich mich recht erinnere, ne? Da musste ich einmal kurz loslachen, weil ich diese Augen von diesem Kind total psycho fand. Guck mal, täusche, bei Jacks auch, sieht das nur... Meine ich das nur oder sehen die Augen irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwas ist mit den Augen. Irgendwie sieht das total psycho aus. Kann man hier V alles nehmen? Das sieht total merkwürdig aus. Beschädigtes Bleirohr, Pfeil, noch ein Pfeil. Also so an sich, ich finde das Spiel okay. Also bis jetzt grafikmäßig. Da fehlt noch was. Ich finde es grafikmäßig echt in Ordnung. Auch wenn man sich so den Wasserfall anguckt, finde ich jetzt nicht schlimm. Auch das mit den Augen, dass das jetzt so ein bisschen psychomäßig aussieht. Finde ich jetzt an sich auch nicht schlimm. Es ist okay. Ja, man könnte jetzt meckern und so und bla bla bla. Und, aber ich freue mich einfach zu spielen und dass keine... Okay, das ist schon ziemlich laut jetzt gerade. Und dass keine großen Grafikbugs das Spiel beeinflussen. Das ist eigentlich das Schlimmste, hätte ich jetzt fast gesagt. So mit diesen Psycho-Augen finde ich jetzt ganz witzig. Aber ansonsten würde ich sagen, freue ich mich schon drauf. Solange, wie gesagt, das Spiel durch irgendwelche Grafikbugs nicht beeinflusst wird. Okay, dann würde ich sagen, umgesehen haben wir uns hier. Hier ist Schrott. Kann man hier oben drauf? Pidoki, hier ist noch was. Du hast Treibstoff gefunden. An einer Jetpack-Bank kannst du deinen Treibstoffvorrat für deinen Jetpack vergrößern. Okay, an einer Jetpack-Bank. Kompliziertes Wort. Hier oben ist weiter nichts. Oh, guck mal, da ist noch was. Hä? Ich will loslassen. Okay. Ist hier zufällig eine Jetpack-Bank drinne? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier ist nur eine Truhe. Okay, gehen wir mal da hinten gucken. Aber hier ist anscheinend nichts. Nee,
Scheiße. Scheiße, Klatsch. Deine Gesundheit ist gesunken. Benutze Heiltränke, um Gesundheit wiederzubekommen. Wirst du beim Trinken unterbrochen, wird die Heilung auch unterbrochen. Ah! Scheiße, Klatsch. Stimmt, hier haben wir auch noch nicht reingeguckt. Attribute. Ja, das kennen wir aus Elex 1. Basiswert 10, 10, 10. Okay. Wir sind Stufe 1, Abtrünniger. Fähigkeiten. Okay, hier haben wir zum Beispiel Kampffähigkeit. Oh mein Gott, Überlebensfähigkeiten. Okay, das sieht erstmal Alp. Morkon. Was auch immer. Morkon ist bestimmt dieses Neue jetzt mit diesen Virus. Ich finde diese Augen einfach. Okay. Outlaw, Kleriker, Jetpack. Dann gibt es denn hier Kampf, Überleben, Handwerk, Persönlich, Berserker, Alp. Okay. Oh, Entschuldigung. Oh. AP, LP, kein Plan. Inventar. Okay, den haben wir. F, Quickslot zuweisen. Oh mein Gott. Hier, komm. Was haben wir denn da? Schaden 11. Was ist denn das? Nahrung. Ach, das ist ein Stim, Lebenssaft. Lock, bla bla bla. Das ist jetzt Mission wahrscheinlich. Missionen. Bumm. Foto meines Sohnes. Auf diesem Foto war Dex glücklich. Wieso war? Oh, süßer kleiner Franz. Okay. Hauptmissionen. Infiziert. In Gefahr. Mein Sohn ist in Gefahr. Wenn er im Ödland bleibt, muss ich ihn finden und in Sicherheit bringen. Die sechste Macht Inkognito. Der alte Mann, der sich Adam nennt, ist offenbar ein wichtiger Teilnehmer im Spiel der Mächte von Magellan. Seine Identität ist der Schlüssel zu vielen Geheimnissen, die er verbirgt. Nichts zu verlieren. Alles, was ich noch hatte, wurde mir genommen. Gejagt von den Kreaturen des feindartigen Eindringlinge. Muss ich eine größere Siedlung der Menschen errichten. Entschuldigung, ich habe ein bisschen. Okay, die Karte. Wir sind anscheinend bei den Klerikern hier irgendwo. Hier sind bestimmt die Kleriker. Hier sind die. Ich kann nicht weiter raus, okay. Wieso kann ich denn nicht weiter raus? Okay. Hier ist wahrscheinlich Alp, Kleriker. Hier sind irgendwo die Berserker. Okay, die Outlaws sind nicht mehr in der Wüste. Okay. Okay, Glossar, das interessiert mich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Blutkralle, ein Gritter. Okay, gut. Weiter geht die wilde Reise. So, ich würde sagen, den Kameraden da hinten schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Eindruck vom Spiel bekommen und euch macht Spaß, bisher zumindest. Schrott, okay. Und ihr habt Bock auf mich zu begleiten oder... Ich kann euch vielleicht ein bisschen unterhalten mit diesen komischen kleinen Psycho-Augen hier. Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.